Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Dead by Daylight. Was auch sonst. Wobei, ich spiele aktuell ziemlich viele verschiedene Spiele und ich habe auch noch das ein oder andere für euch vorbereitet. Oh. Ja, gut. Wir spielen gegen einen Trappy. Mit korrupter Intervention. Ich hoffe, er hat keine selbstaufstellenden Fallen. Ich weiß nicht, warum Jeff kurz langsam gelaufen ist. Meine Tastatur ist am Popo. Ich nehme das hier gerade übrigens recht zeitnah auf. Ich habe ja oft so ein bisschen Vorlauf in meinen Aufnahmen. Ja, ich muss mehr zurückgucken. Ich bin recht aktuell mit der Aufnahme. Oh! Bill, tank ein für mich! Nein! Bill, was? Warum? Ja. Und ich habe noch meine alte Tastatur. Oh, nice try, nice try! Du musst aber ihn blenden und nicht mich! Deine Taschenlampe ist gleich alle. Okay, jetzt muss hier noch einer tanken und dann komme ich runter. Los, Bill. Oh, schade. Sie haben es versucht, okay? Sie haben es versucht. Es war auch gerade relativ schwer, eine Lobby zu finden. Irgendwie hatte ich am Anfang drei andere Mates. Dann ist der eine gegangen, dann kam ein neuer, dann ist noch jemand gegangen, dann kam wieder jemand Neues. Ich habe gerade in der Killer-Lobby quasi bestimmt noch mal 4 Minuten gewartet. Ach, David. Lass doch, wir schaffen das. Okay, wir setzen uns mal an den Generator. Alle verletzt, aber er hat Gott sei Dank keinen Thanata. Ich springe halt so ein bisschen von Thema zu Thema. Ich wollte sagen, noch habe ich eine alte Tastatur, die eventuell manchmal ein bisschen spinnt. Wer die letzten Male in meinen Streams war, hat das vielleicht auch mitbekommen. Aber ich glaube, dann so nächste, übernächste Woche spiele ich mit der neuen Tastatur. Ich hoffe zumindest. Ich habe mir das erste Mal eine mechanische Tastatur bestellt. Und ich hoffe, ich kriege das mit dem Mikro so eingestellt, dass man die Tastatur nicht hört. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ansonsten ist 2021 für mich leider mit bösen Zahnschmerzen gestartet. Ich meine, ich schleppe das seit Oktober schon mit mir rum. Ich war im Oktober schon beim Zahnarzt, musste Medikamente nehmen. Und jetzt ist es wieder ausgebrochen. Ich war gestern beim Zahnarzt, ich war heute beim Zahnarzt. Er kommt hierher, oder? Sah so aus. Und ich werde nächste Woche noch mindestens einmal beim Zahnarzt sein. Oh. Bin halt noch verletzt jetzt, ne? Das ist doof. Ich kann das doch nicht mit dem Weglaufen. Die Shake schaffe ich es nicht, oder? Und außerdem ist hier bestimmt getrappt. Und ich bin hängen geblieben. Ich hätte mich vielleicht doch hochheilen sollen. Gut. Hängt zum zweiten Mal. Ich hätte auch gern den Skin vom Trappy, aber den gab es damals, glaube ich, nur im Rift quasi. Ich glaube, so weit hatte ich nicht gespielt. So, und ich hoffe, meine C-Taste hält durch. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, dass die irgendwann nicht mehr reagiert hat und ich deswegen vorzeitig gestorben bin. Es wurde Zeit für eine neue Tastatur. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So, der wird, glaube ich, gejagt. Es wäre super. Okay, Bill kommt. Oder auch nicht.
Natürlich ungünstig, dass er mit dem Killer jetzt dort hintergerannt ist. Hallo? Es muss bitte... Also, es ist... das wird nichts. Menno! Die Runde fing so gut an! Was ist das denn jetzt? Ich sehe ihn schon in die Falle laufen, wenn das über... Ach nee, Trappy war oben. Na gut. Da können jetzt die Mates auch nicht so viel für. Der Killer... Also... Ich glaube, dem Killer hat es gefallen, dass er in der Nähe der Shack jagen konnte. Gut. Schade. Ich dachte, ich kann euch eine erfolgreiche Runde mit Jeff zeigen. Aber ich sehe, die Aufnahme ist wirklich kurz. Ich hänge direkt noch eine Runde hinten dran. Wir sehen uns sofort wieder. So. Neue Runde, neues Glück. Ich hoffe sehr. Und ich spiele jetzt mal mit Quentin. Weil, warum nicht? Und ich spiele sehr selten mit ihm, also quasi gar nicht. Eine Sally. Okay. Ich spiele gegen die Krankenschwester. Upsi, und sie hat schon wen. Ja. Thanatophobie am Start. So, entweder ist die Krankenschwester richtig gut, oder Bill war nicht so gut im Weglaufen. Ich gehe von außen, die Krankenschwester ist einfach sehr gut. What? Okay. Wollen wir diese Runde das Versagen der Kupfermünze nennen? Wobei, die erste Runde habt mir nicht ich so unbedingt versagt, aber... Wir nennen es das Versagen des Quentin. Ich bin nicht schuld. Oh Gott, und sie wird am Ende auch noch Nurse's Calling dabei haben. Das heißt, du kannst dich nirgendwo heilen. Wobei, ich habe innere Kraft dabei. Ich muss nur... Kate? Oh, spielt ihr zusammen? Ich brauche nur ein Totem und einen Schrank. She's coming. Noch ein Totem und ein Schrank. Ich gehe mir mal ein Totem organisieren. Wobei... Nee, ich gehe in den Generator. Kriegen wir es schon irgendwie hin. Weil der Bill hängt schon zum zweiten Mal jetzt. Wenn sie wieder hierher kommt, hat sie Barbecue. Er hat sich direkt sterben lassen. Wir nennen es Failotastico Mucho Grando. Oh, nicht stehen bleiben. Mensch, Quentin. Ich guck gar nicht erst nach hinten. Oh, hier ist der Keller. I need to go away. Oh. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich habe einfach erfolgreich abgeschmiert. Und ich brauche ein Totem. Das wäre echt gut. Da. Wobei, wir sind halt jetzt nur noch zu dritt, ne? Bill hat sich sterben lassen. Und ich, wenn ich die Kiste loote, habe ich noch einen Sunny-Kasten. Macht das Sinn? Eigentlich macht es erst Sinn, wenn ich kein... Ach nee, wartet mal. Ach nee, da ist noch wer. Ich dachte, sie hebt Kate hoch. Dann wäre ich nämlich in den Schrank gegangen. Jetzt wäre ein Medikit doch gut gewesen.
Ich gehe mal hoch an den Generator. Ah, okay, du hast einen Schlüssel. Upsi. Oh, Sackgasse. Nein. Ich sage, es ist das Versagen des Quentin. Ja. Es gab schon lange kein Worst-Off mehr. Das letzte Worst-Off gab es, glaube ich, mal mit Susi. Wir sind einfach alle verletzt. Ich hab keinen. Ich hätte noch warten müssen, bis vielleicht eine Kraft aufgeladen ist. Also gewirkt hat, aber sie hätte mich vorher rausgezogen aus dem Schrank. Bin ich mir sehr sicher. Was eine verlorene Runde. Aber ich meine... Hä? Kate ist runter vom... Sie ist selber runtergesprungen? Sie wird aber gleich wieder liegen. Nein, die Krankenschwester geht zu Mac. Ich wollte gerade sagen, so kann DBD aber halt auch laufen, ne? Ich filter hier immer ganz ordentlich aus, welche Runden ich euch zeige. Ich lasse die Runde von Jeff und die Runde von Quentin, die lade ich euch hoch, weil das ist halt auch DBD. Kate, ist das gerade dein Ernst? Wenn ja, Kate ist halt auch verletzt. Ich verstehe ihre Zweifel. Oh. Oh, 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 das wird nix. Nee. Ich meine, hat man als Killer dann Spaß? Hat man da Freude dran? Ist jetzt nicht wirklich herausfordernd gewesen für sie anscheinend. GG? Ich weiß es nicht, was ich dazu sagen soll. Gut. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ein bisschen eine erfolgreichere Runde zeigen kann. Es war heute einmal nichts. Ja. Passiert. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer Runde DBD als Überlebender. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dahin. Macht's gut!